So, meine Freunde, und willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Xenoblade Chronicles. Ja, wir sind hier bei dem Mekkon-Roboter, dem super tollen Mekkon-Roboter, ne, den kennen wir ja, aus dem letzten Part, der mich so unfair getötet hat. Und by the way, ja, Xenoblade kommt jetzt wieder, hoffentlich einfach, oder beziehungsweise hoffe ich einfach mal. Es war ja eine kurze Zeit, wie gesagt, mal wieder Pause, aber wie gesagt, Leute, von der Zeit her war so ein bisschen doof. Und was haben wir da? Aura-Heilung. Ist das gut? Ich weiß ja nicht. Nehmen wir alles einfach mal mit hier, ne? Also verkehrt ist ja nie was, aber ihr wisst ja, was ich meine. So, wir haben mich auf jeden Fall platt gemacht hier. Deswegen, ich wollte offscreen so ein bisschen trainieren. Hab den dabei getötet aus Versehen. Da hab ich mir gedacht, komm, dann macht ihr gleich hier mit, alle. Ne, warum auch nicht, habe ich mir gedacht. Deswegen, weil jetzt ist hier ein Let's Play Together mit der Community. Und da hab ich mir gedacht, komm, machen wir das so. Passt schon irgendwie, ne? So, hier haben wir noch... Wo kommst du denn her? Alter, was soll das denn jetzt? Das fand ich jetzt ein bisschen sehr unnötig. Aber wenn er meint hier nochmal ein bisschen aufzumucken, dann wollen wir natürlich ihm helfen dabei. Ne? Ja, denke ich auch mal. Gut, wir warten erst, bis Verzauberung ready ist. Und ich hoffe, ich bin nicht übersteuert. Wenn ich übersteuere, dann tut es mir wirklich leid, wie gesagt. Aber ich hoffe einfach mal, dass es nicht passiert. Von daher... Alles okay, hoffentlich. So. Ja, der Roboter soll eigentlich kein Ding werden. Wie gesagt, es ist deshalb ein bisschen doof. Ich entschuldige mich auch nochmal bei euch, dass, wie gesagt, kein Xenoblade kam, aber ich muss sagen, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust und Zeit. Naja, Lust. Lust habe ich schon so ein ganz kleines bisschen, aber ich hatte auch irgendwie mehr Bock auf die anderen Sachen zur Zeit und deswegen ist das ein bisschen Hintergrund gekommen für diese Woche und ja, ein bisschen doof allgemein, weil ich ja, wie gesagt, auch weg war. Ich war nicht zu Hause und da musste ich mir irgendwie anders helfen und. Da haben wir nochmal ein paar Abonnenten, haben mich heute nochmal ein bisschen heiß gemacht auf das Spiel und gesagt, boah, das wird richtig geil, gleich Zero, ja, ja, spiel mal ruhig. Da habe ich mir gedacht, ja, weißt du was, ey, da muss ich einfach spielen. Wenn ihr schon sowas macht, ne, dann müsst ihr aber auch, ja, dann müsst ihr damit rechnen, dass der Zero dann auch auf einmal zocken will, ne. Das passiert dann auf einmal, ne. Deswegen, das macht der Zero dann. Und, ja, allgemein haben wir ja, Xenoblade muss mal wieder kommen, habe ich gedacht, und deswegen... Bam, komm, da haben wir es. So, apropos Kollektion, das hat man auch immer gesagt. Ich soll die Kollektion vorher voll machen, bevor ich die Basis hier verlasse. Weil die, ja, ist voll, gut. AGE runter, Region voll, wir kriegen nochmal eine schöne Waffe. Ob die jetzt sehr gut ist, weiß ich nicht. Gut, da haben wir die Region hier voll wenigstens, das ist schon mal super. Super, die Duper. Und Wartungsraum, was ist da los? Ne, wir wollten nicht unbedingt die Kollektion gerade angucken. Oder was auch immer. Irgendwas anderes. Ja, meine ganzen Waffen hier. Nein, 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 Baby. Und jetzt. Ah, gedrückt. Ah, gedrückt. Was ist da los? So. Jetzt geht's doch endlich weiter hier, ey. Endlich. Nach mehreren Parts in Galahad Fortress. Und, Schala, wo bist du? Du bist ja fast gestorben. Gesichtwartung. Ist hier Facelifting angesagt oder was? Naja, aber erstmal eine Cutscene. Shulk, is that? Spear ones! Loads and loads of spear Mekkon! It's Fiora! Ob das Fiora ist, werden wir gleich sehen. Handlungsmission. Du brauchst Zeit, um Fiora zu überzeugen. Besiege den Mekkon in der Nähe, ohne dass Fiora dabei Schaden bekommt. Zerstöre die Mekkon, die Fiora verteidigen. Okay. Das heißt, wir müssen die Mekkons hier besiegen. Alles klar, erstmal Verzauberung rein hier und die letzte Party. Startet, würde ich sagen. Zack. So, erstmal Chain Attack ready machen. Leute, hier rauf, nicht auf Fiora. Fiora ist unsere Freundin. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt davon, aber... Sie soll es angeblich ja sein. So. Also alle normalen Mekkons hier platt machen. Unsere Chain Attack vollladen und Dammann ist hier schwächeln und keine Ahnung, wo Schala ist, aber Schala macht einen Blödsinn wieder. Schala macht keinen Blödsinn, habe ich dir gesagt. So, unsere Chain Attack voll zu machen, natürlich einen schönen Schmetterschlag rein. Würde ich sagen, und BAM! Sehr schön Schaden. Sehr schön, nehme ich auch. Ja. Gut, das soll ich nochmal nachkontrollieren. Von daher
Alles okay. Was läuft alles? Ah, Damban, wo bist du? Aufmuntern hier. Damban nochmal aufheilen. Wo ist Damban? Ist er bei Fiora? Oh, du Freudel, ey, was machst du denn? Am liebsten solltest du sterben, ey. Hier, komm. Geh mal auf den hier rauf, hier. Auf den hier. Junge! Der ist so dumm, der greift seine eigene Schwester an, ey. Und ich bin jetzt gestorben, deswegen. Toll. Hier erstmal alles zu koordinieren, ist ein bisschen doof. Ja, soll er ruhig Fiora angreifen. Meine Güte, ey, ist ja seine Schwester, nicht meine. Ist doch meine Geliebte. Meine wunderschöne Geliebte. So, danke, Damban, dass du auch mal hier antanzt. Das finde ich ja sehr schön. So, wir sind jetzt zu dritt hier im Dreieck. Wäre das ein Kill? Na, wird's nicht. Okay, dann ist es Melatte. Aber Warn... Na, Warn tue ich jetzt nicht. Ach du Scheiße, ey. Was geht denn hier ab? Leute, das wird nichts. Das wird nichts. Vielleicht hätte ich noch ein paar Chancen mit dem Schmetterschlag. So habe ich nochmal eine Gruppenleiste voll, ob so das nochmal ein Charakter sterben könnte. Und der Brand würde ihn töten. Toll. Mut nochmal voll. Und jetzt haben wir auch eine Power... Jetzt haben wir nochmal einen voll. Das heißt, wir können Damman jetzt auch nochmal... Hi, komm, oh, Damman, du musst mitmachen. Und Damban... Oh, verdammt, ey. Ich brauche unbedingt die Aggro. Kugelblitz. Ist das nicht ein Item für Pikachu? Oh nein, das läuft gerade alles nicht so schön. Oh, verdammt, ey. Oh, verdammt, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie ich das noch schaffen soll, ey. Das kann man gar nicht mehr schaffen jetzt. Ich kann höchstens jetzt noch ein paar Gegner platt machen, damit ich wenigstens ein bisschen KP bekomme. Anderes kann ich gerade gar nicht machen. Ein Schattenauge kann ich noch reinklatschen, ja. Ey, Schattenauge sei schon. Ein Schmetterschlag, dann ist wenigstens einer kaputt. Aber ich habe hier keine Chance gegen die Überzahl hier. Das ist zu krass. So. Nochmal ein Heal. Und der hier ist gleich kaputt. Ja, der ist kaputt. Ja, das war's. Nochmal 3000 KP abgestaubt, aber wenigstens etwas, muss man sagen. Also was anderes blieb mir gerade nicht übrig. Habe ich gerade echt so wenig gesagt, das tut mir gerade echt leid, ey. By the way, ich habe ja gerade ein bisschen gelevelt. Und allgemein, meine Technik muss jetzt ein paar mehr Points haben. Bei Shark. Ja, habe ich ein paar. Welchen Schmetterschlag höher haben? Perfekt, awesome. Gut, Gruppe, habe ich noch irgendwas zum Ausrüsten? Ein bisschen bulky will ich nämlich noch den guten Damban haben. Max KP. Ich brauche ein bisschen Death-Teile, das ist so wichtig. Aber ich habe keine, das ist das Ding. STR 3333, Max 33, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Max KP 3, AGI. Ich weiß nicht, ey. Schalke, ey, der hat hier einen Zweier drin. Warum? Warum? Das ist natürlich nicht so schön. Habe ich noch irgendwas? Ich habe natürlich noch was Geileres, oder? Aber alles, was KP schwächer ist. Ne, Autoangriff, weil da ein STR drin ist. Ne, klar. Wie sieht er mit Sternrüstung denn aus? Ob der, oh, ist gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Finde ich sehr geil sogar. Wie viele Slots hat das Ding? Ein, ne? Gar, achso. Ja, toll. Ich soll eine Sternrüstung anziehen, die einen Slot hat. Gut, die haben wahrscheinlich alle einen, ne? Ja, die haben alle einen. Gut. Dann würde ich sagen, ich mache Shark mal ein bisschen mit Sternrüstung hier fertig. Was kommt da rein? Was machen wir da rein? Ja. Bü. Das weiß ich jetzt gar nicht. Was kommt da rein? STR will ich da ganz gern rein. Obwohl. Ein bisschen KP würde ich da auch ganz. Puh, keine Ahnung. Was kommt denn da rein? Ach, ich mache da einfach den STR rein, den ich gerade auch drin hatte. Und ich habe Schaden, denke ich. Habe ich die Sternhose auch davon? Nö. Die wäre nochmal ganz schön. Kann die auch Dingsen tragen? Damban? Ja, kann er auch. Wie viel wird es hochgehen? Um einiges. Wie sieht das aus? Naja, dann braucht er auch wieder ein neues Oberteil. Das noch aufsehen muss ja achten hier, ey. Oh Gott. Oh Gott. Das geht schon mal gar nicht klar, Damban. So kommst du mir nicht in den Krieg hier. Ja, na, die Hose passt nicht ganz zu ihm. Ja. Aber die hat eben mehr Death, ey. Das ist mir gerade wichtiger. Triumph. Ziehen wir die mal an, wie sieht das aus?
hätte denn noch mehr Death 2? Ja, nicht viel, ne? Aber ein bisschen. Was ist denn da drin? Direktheilung. Boah, das ist ganz gut eigentlich. Lass ich, glaube ich, drin. Gut, dann bleibe ich das erstmal so. Ja, ich bleibe erstmal so. Schuhe vielleicht noch. Erdstiefel, lähmungsresistent. Sternstiefel. Die werden wir, glaube ich, für Schalk noch was. Oder? Erdstiefel, wie sehen die aus? Boah, die passen auch so ein bisschen. Obwohl, da will ich lieber hier so einen haben, wo ich noch was reinsockeln kann. Die sehen auch echt schick aus, oder? Also ich finde die Rüstung ziemlich geil. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommis posten, ob ihr das vom Aussehen her gut findet oder nicht. Also ich finde es gerade ziemlich gut. Also gerade den Shark, ey, den finde ich gerade ziemlich geil. Na homo, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Deswegen, das finde ich echt gut. Das gefällt mir echt. Gut, eine Kappe vielleicht noch. Obwohl, die Kappe sieht wahrscheinlich total hässlich aus, die Sternkappe. Oder? Naja. Gut, was war die alte? Scheiße, was war die alte? Es war irgendein Stirnband, glaube ich. Oh Gott. Was war meine alte Kappe? Oh Gott, Leute. Kann man nicht auf so einen Zurückknopf drücken? Das wäre viel cooler. Oh, ich hatte so ein cooles Ding an. Ach, den hier hatte ich, glaube ich, an, ne? Ja. Kann ich auch mal wieder einen neuen anziehen, eigentlich. Ziehen wir mal den Helm hier an. Sieht zwar nicht cool aus, aber... Achso, ihr sagt, es wird romantisch. Von daher will ich doch eher romantisch und cool gekleidet sein. Gut, dann lassen wir das so an. Sieht cool aus. Von daher... let's get started. Charla vielleicht noch irgendwie schicker einkleiden. Wie gesagt, das muss alles schön sein jetzt. Also, es muss schon geil aussehen. Weiß ich nicht. Schneeunterhose. Ja, Charla ist noch in Unterhose unterwegs. Das ist natürlich sehr schön. Klingleggings. Boah, ja, bärige Charla. Was ist denn da drinne? Aura-Heilung. Keine Ahnung, ist das gut? Ist das gut? Ich weiß nicht. Ja, lass einfach drin, ey. Scheißegal. Wir probieren es einfach nochmal. Wir schaffen es eh nicht. Ich sehe es jetzt schon. Gut, und runter hier. Auf jeden Fall, die Shark, der gefällt mir gerade total, ey, mit der Rüstung, ey. Sternrüstung, ja. Und jemand hat auch gesagt, ich soll jemand anders diese Rüstung geben, weil das sieht nochmal richtig geil aus. Richtig sick. Und ich würde sagen, wir gehen alle erstmal auf den darauf, Leute. Und nicht auf Fiora. So, erstmal aufladen hier unseren Monado. Unser Monado, damit wir auch die Verzauberung gleich drin haben. Ein Schlag noch. So, und Verzauberung rein hier. Charla steht wo? Oh, Charla, wie du tankst wieder, ey. Dann gibt's aber hier keine Pfannkuchen heute, ey. Das wäre natürlich richtig hässlich, ey. Ja, er steht da hinten schön in der Ecke. Das gefällt mir noch. Wird von einem Gegner zwar attackiert, aber das ist mir gerade ziemlich Latte. So, Schmetter schaffe ich rein haben für eine Gruppen jetzt. Für eine Gruppenanzeige gleich. Ja, ich weiß, dass ihr mich braucht. Ja, okay, Damon hat sich um den da hinten gekümmert. Das ist schon mal sehr schönes Teamplay hier. Und ich weiß nicht, warum ich gerade die Anna anvisiert habe, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist der hier gleich kaputt. Oh, oh, Dampmann braucht mal ganz schnell eine Heilung. Da hinten. So, der eine ist gleich kaputt hier, das ist sehr schön. Komm schon, komm schon, komm schon. Und komm schon. Jawohl, damit haben wir den ersten kaputt gekriegt. Da ist noch den hier, aufmuntern. So, Schattenauge rein. Und gleich haben wir, jetzt muss ich mich langsam kümmern, dass meine Dingsen voll wird. Meine Gruppenleiste. Fiora macht da irgendwas anderes hinten. Kämpft die auch gegen die Mekons? Ne, die steht da nur doof rum, ne? Hallo, ich bin Fiora, ich sehe cool aus. Und bin total heiß. A war? Ich will aber gegen den da kämpfen. Ich kann nicht gegen ihn kämpfen. Warum nicht? Warum kann ich den da... Ich kann den nicht anvisieren, warum? Achso, ich habe eine Ta... Ah, ich habe... Ah, ich sehe schon. Ich habe da eine neue Aura drauf. Hätte ich Löscher vielleicht machen müssen, dann hätte ich die Aura vielleicht nicht drauf gehabt. Ist eine schöne Überlegung. Verzauberung ist noch drauf, von daher wird sich ein Schmetterschlag lohnen, der über beide geht. Bam, jawohl, beide getroffen und das war's, wie es aussieht. Sehr schön, du brauchst Zeit um Fiora. Du hast die Mekons besiegt. Jetzt ist die Zeit, mit Fiora zu sprechen. Like a mofo. Bester Mann, was geht da ab, ey? Richtig sauber gemacht, schön. Deswegen, das war mal besser als beim ersten Versuch, meine ich. So, was hat Fiora zu sagen? Stop. Don't you recognize Shulk? Fiora! Fiora, please! Don't you remember us at all? It's no use! Everyone, it's time to retreat! Got it! Understood. Move, Shulk!
Yeah, I think so. What do we do now, Shulk? We ain't gonna last long here. Fiora! Try and remember! It's us! I pity you. Without the power of that sword, I doubt you would ever have made it this far. Apocrypha. Activate. What is? Huh? Mate, what's going on? What's happened to the Monado? Look out! Shulk! I'm... okay. Shulk, wait here. Fiora! Stop this right now! How could you? Shulk came here to save you! Do you hear me? Fiora! You must run! Fiora! Fiora! Or whoever you are! Please, run! The machine is not under my control! Not under your control? Is it him? Most surprising. I admit, I never expected such resistance to becoming a fate. Egil! Fiora! What have you done to her? From the moment of their creation, all Mekon are mine to control. Should a passenger defy me, I force it to obey. Why make Homs into Mekon? Why are you making them attack Bionis? If you wish to know, you have only to submit yourself to me. All will become clear when you attack Bionis with a new body born of Mekonis. Never! Who would ever submit to you? Forget about him. We have to get out of here. But what about Fiora? If we die here today, she will be... she will be lost forever. Choose. I have rendered the Monado useless. You have no hope of victory or escape. You chunk of scrap! So it was you who did that to the Monado! The Monado is a tool that regulates the waves of the very ether from which the world is formed. Therefore, it can be counteracted simply by releasing opposing waves. But how can you? The questions end here. Hand over the Monado. After all, it is no longer of use to you. Never! If the Monado really is powerless, then why would you want it for yourself? I will never give it to you. Never! Then make your choice. Be crushed by my fist, or slain by your old friend. Egil! Gut, meine Freunde, ich würde sagen, das ist ein
Schlechter Zeitpunkt, aber ich mache hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder bei diesem Shitstorm. Haut rein und ciao.